Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu A Way Out. Ein Koop-Spiel, was ich zusammen mit Robert spielen werde. Und es Schönen geht. Guten Tag. Hallo Robert, es geht darum, mit diesen beiden Herren, deren Geschichte wir noch nicht kennen, einen Ausbruch zu planen, zu machen. Alles Mögliche. Und wir sind jetzt gerade bei der Charakterauswahl. Wir gehen mal nach links. Also rein optisch habe ich mich schon entschieden. Rein optisch war Robert bei der Hakennase. Bei der Hakennase. Die kleine Hakennase, die nehme ich. So, jetzt sind wir hier bei Vincent Moretti. Betrug, Unterschlagung, Mord. Bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. Was ist denn cooler? Also Mord ist schon geiler, ne? Ja, nee, aber da trifft er schon eher so, ne? Dieses kleine Hakelige, ne? So bewaffneter Raubüber, das passt schon. So, 14 Jahre Haft, 8 Jahre Haft, hart der coolere. Okay. Wieso hast du, also du hast nur 8 Jahre, du brauchst nur noch 2 Jahre. So. Wie? Nee, nix da, ich habe 6 Monate verbüßt. Achso, 6 Monate, okay. So, dann Persönlichkeit, rational, diszipliniert, zurückhaltend. Bin ich auf jeden Fall nicht. Ja, das wäre dann schon eher ich. Bei meinem steht dann jetzt selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Ich mich wohler, würde ich auf jeden Eigentlich, Fall mich eher. Ja. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Ich gehe schon mal rechts rüber. Sein Leben geriet aus dem Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Und bei dir, du wuchst in einem Waisenhaus auf, schlugst dich schon früh kriminelle Laufbahn ein, solltest im berühmten Diamanten stehen, alles lief schief. Wer willst du sein? Also ich wäre eher hier. Ja, okay, pass auf. Tatsächlich vom Look her und von den Straftaten anfangs wäre ich tatsächlich rechts. Ich gehe jetzt von den Charaktereigenschaften, von der Persönlichkeit und von der Vorgeschichte tatsächlich freiwillig nach links. Okay, hallo, also du bist Vincent, ich bin Leo. Also ich Freunde, Vincent, für die, ich glaube für die Zukunft, jetzt dieses Let's Plays, bin ich auf der rechten Seite. Ja, ich nenne dich jetzt ab jetzt auch nur noch Leo, ne? Damit das genau, du bist Vincent, du Pisser. Herr Caruso. Kannst du mich Carrie nennen? Hey, Carrie! Vincent Moretti. Wir wünschen euch viel Spaß. Jeden Tag, 19 Uhr. Abonniert diesen Kanal. Ich will noch einen Kommentar hinterlassen. Leo, einmal Ruhe jetzt bitte, ja? Der Film beginnt in wenigen Sekunden. Was lädt das so lange? Ich habe eine Playstation. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine PlayStation Pro, Mann. Wahrscheinlich bin ich schuld, weil das synchronisiert wird. Siehst du unten schon den Latenzbalken? Ist ja wie bei EA. Ist ja von EA. Also, ne? Wettern verboten. Viele Namen. Gleich habe ich Leo vergessen. Du kennst mich ja noch gar nicht. Doch, wir kennen uns ja jetzt schon. Ne? Nein. Quasi. Nein, wir kennen uns noch nicht. Sogar nein. Okay. Ich glaube, ich komme da gerade an. Ich habe ja jetzt irgendwie 6 Monate und ich war so ein lieber... Ja, stimmt. Ich sitze ja schon drin. Klar. Ich war so ein liebes Kerlchen. Ja, da bist du. Schönen guten Tag. Vincent, mein Name. Willi Vanilli. Schickes Hemd. Jetzt gleich erstmal schön Danke. Hose runter. Danke. Ich dusche ohne Seife, damit das ja, klar ich bin ist. Bin da schon am Basketballplatz am Hasseln. Vom Setting gefällt mir das auf jeden Fall. Schicker Knast eigentlich, ne? Eigentlich dumm gebaut. Viel zu easy zum Ausbrechen. Viel zu viel Hiding-Spots. Ja, richtig. Da bin ich. Guck mal hier, direkt schon wieder von hinten komme ich. Schon allein die Gangart. Siehst du schon ja. Diese Arroganz. Oha. Ich bin rechts. Ich muss jetzt... Ich kann laufen. Raus. Guck mal, ich kann laufen. Guck du dich mal um. Ich glaube, warte mal. Geh mal hier. Also ich bin der Letzte, der aus dem Bus steigt. Ich weiß nicht, soll man nochmal zurück? Nein, komm. Machen wir den Leuten keinen Stress hier, ne? Ich hau dem erstmal aufs Maul hier. Du suchst so. Stress hier. Achso, ich muss hier. Hallo, ich kann nicht schneller.
hat nur eine Gangart drauf, oder was hier? Ich sehe dich, Junge. Ich sehe dich, Junge. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Fokus, mein Freund. Komm her, Junge! Die Seife gehört heute Abend dir. Ja, brauchst da gar nicht so gay an deinem Zaun hängen, ey. Ich geh mal hier bei dem einen ein bisschen von hinten ran. Ihr habt die Gruppe verloren, Freunde. Bin ich hier richtig? Was ist mit euch los? So sieht das also aus hier. Oh, ich kann... Oh, warte mal. Hey, are you okay? What do you want? Das ist für mich jetzt schon stressig, da links rüber gucken, ne? Stay strong. Ach, suchst du ja schon neue Freunde dafür heute Abend. Ja, kriegst gleich direkt von so einem... Oh, hier gibt's einen Fight. Schwarz gegen Weiß, da muss ich, da muss man rein, oder? Da muss man seinen... Kann ich nochmal mit dem reden? Warte mal, ich setz mich mal hier. Oh, Junge. Ich finde das jetzt schon sehr anstrengend. Der Rebell, ich geh da nicht rein. Ich spreche mit dem anderen. Mit dir kann man gar nicht mehr reden. Mit dem war auch gar nicht zu reden. Der war ja richtig. Oh mein Gott, Mann. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Dem hätte ich sagen sollen, der soll stark bleiben. Okay, komm. Her damit. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? Ey, ihr habt zugemacht hier! Aber ich jetzt mit meinem rede, ist das echt scheiße, ne? Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. You're up. I guess you're right, but people fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Ich hab ja auch so ein Mädchen. Ja, also ich hatte ein Mädchen und einen, der ein bisschen... Ich will nicht dran, Junge, du bist hier nicht im Urlaub. Ich soll hier nur irgendwas unterschreiben. Gib dir mal eine. Immer direkt nochmal zur Abhärtung nochmal eine reindrücken. Ich habe hier nicht viel Auswahl. Ich muss hier irgendeinen Driss unterschreiben. Ich komme mal zu dir. Oh, hier ist ein... Ist das hier? Ist das hier so mit Weiß und Schwarzen im Knast? So gangmäßig? Ja, ne? Ja, hier, der sagt schon, ich soll herkommen. Jetzt kriegt der eine hier. Jetzt gibt's erstmal hier aufs Maul. Komm mal her, Kollege, hier. Jetzt gibt's erstmal hier Zuckerschlecken. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Krieg mal Sohle riechen jetzt hier. Meiner auch, Junge. Really? Bon Tag. Mine too. So you got beat up and robbed as well. Yeah, twice. For breakfast. Hey, du siehst mich. Really? Kollege. Guck euch zu. Was ist da los? Der will meinen Schuh riechen. Soll ich dir helfen, Bro? Ja, warte, ich geh erstmal hier zum Schnäubi hier mal. Kann ich dir direkt hier das Marihuana rüberreichen hier, oder? Oh, der. Ja, die gucken schon so streng auf mich hier. Ja, gerade bei dir würde ich auch ein extra Auge drauf werfen immer. Ja, Freunde, ich soll hier 14 Jahre einsitzen. Ich meine, was soll das? Ich bin wo gehe ich denn hier überhaupt hin hier? Ich weiß es auch nicht, was ist denn hier los? No inmates beyond this point. Nein! Ja! Junge, jetzt die große Hafenrundfahrt! So fängt die Kacke an, ja? Ja, ausziehen, los, komm. Was haben wir denn hier? Lass mal ein bisschen Zeit. Ich kann ja nur Viereck drücken, was soll das? Ekelhaft da, ey. Guck mal, wie der guckt, der Spanner. Mach mal auf die Luke hier. Ja. Bro, kannst du mir helfen? Ja, ich komm gleich. Versaute Sachen. Ja. Hilfe! Scheiße, ich bin nackt! Ladies? Ah, jetzt schön die Wasserdusche da. Bisschen tiefer den Strahl. Schön, mach schon mal schön von den. Hier, ich hab auch noch einen Schlauch. Warte, ich komm hier. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde mich niemals so anspritzen lassen. Da, ja, du kannst reden. Was soll ich sagen? Ah, das reicht lang. Oh, hier, der sucht Stress. Komm her, Junge. Kriegst du direkt eine. Also Harvey ist schon mal ein richtiger Bastard, habe ich gehört. Okay, Harvey und du sind alle schon mal dicke. Wo ist der? Alter, die Wachen sind hier Houdinis. Der war einfach weg. Wegfahrer. Hallo, ich bin im... Ich komme! Alle Mann im Trakt hier immer noch nackig. Seid ihr weich? Oder? Guck mal da oben. Guck dir mal die Spanner da an. Kann ich meine Hose auch unterziehen jetzt?
My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Die erste Pussy. Gib dir meine. Jawohl! Ey. Any other questions? Winnie, gib's ihn! Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go! Will aber noch nicht gehen. Will da in den Truck. Ja, lass hier mal ruhig eine da verpassen, aber von dem. Ich dachte hier lang. War doch richtig, oder? Oh, ne. Guck mal wieder. Oh, was macht der hier? Alter, es sieht aus wie ein Yoga-Kurs hier. Meditation, man. Ganja. Also so kranke Leute drin, oder what? Oh, yeah? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Good luck with your freedom in there. Peace, man. Was ist hier los? Warum machen, Peace, die, so einen Warum machen die hier so einen Rabatz? Ja, weil dein Hintern mir gehört gleich. Oh, hier nochmal mit dem Kollegen. Hey, Leo. Warte mal. Ich habe einen neuen Nachbarn. Who is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Ja, wow. Ich habe einen weißen Nachbarn. Sei froh. Was schubst du mich, Junge? Suchst du Stress oder was? Ich bin Zelle 48. Zelle 48. Was ist hier los? Weiter hoch. Aber ich habe hier. Was für Stockwerk bist du? B, glaube ich. CB4, Junge. Okay, ich bin im zweiten. Ja, Prinzessin, du wirst mein Nachbar sein. Abwarten. Umziehen, ja, schnell anziehen. Ja, komm, zack, zack. Bevor hier noch was passiert, ey. Wieso hast du denn auch eine Einzelzelle? Das ist voll. Ich bin in 49. Wo warst du? 48. Hallo, Nachbar. Wie du schneist. Ich wahrscheinlich, oder? Ich darf schnarchen. Hast du mal die Nase gesehen? Hast du mal die Größe der Nase gesehen? Ich bin 14 Jahre hier drin. Ich fühle mich richtig heimisch jetzt langsam. Egal, ob du schon gesessen hast. Aber zumindest Sonne. Das ändert sich wahrscheinlich auch noch. Hey Leo. What? What's up? Someone wants to talk to you. Yeah? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Stimmt, ich. Ja, dann soll der mal herkommen. Mann. Bist du das, oder was? Interessante Punkte in der Nähe finden, okay? Wer bist du denn hier? Also ich bin, glaube ich, hier unten. Ja. Genau, du siehst mich gerade, ne? Not okay. I'm so depressed. I can't sleep. Hm. Das gefällt mir beides nicht. Versuchen einzelhaft zu kommen, dann haut er mir aufs Maul. Ich wäre gerne schlaflos, Junge. I wish I couldn't sleep. What? Think about it. Half the time someone gets killed, it's in their sleep. Yeah. Guess that's true. Something going on. Like I said, you're the lucky one. Hey, I never thought about it that way. I'm not deaf. Und du suchst ja schon neue Freunde, oder? Nee, ich will hier mal gucken. Der Kollege, der schwatte Kollege, der wird hier ein bisschen. Hallo. Ja. Hey! Was ist hier los? Einmal weg, Kollege. This is a private conversation. Go away and mind your own business. Ja, direkt den nächsten Schuh reintreten. Erstmal. Did you just tell me what to do? What are you gonna do about it? Stand up and I'll show you. Look, look, we want no trouble, okay? Aha! Aha, yeah? ich komm dir auch helfen. Verpiss dich, Prinzessin, Junge. Brauch keine Hilfe vom Bambi. Was für Bambi? Ich geb dir gleich. So. Oh, hier. Oh, guck mal, hier geht's ab hier. Ja, jag ihm rein in den Vlog, Junge. Oh, ich hab hier. Was? Der ist der heftige Babo, oder was? Nee, nee. Der sucht Ladies. Oh, what's going on here? He's a chiropractor. He's gonna fix my neck. Chiro what?
It fixes people up, snaps things back into place, you know? Ja, ganz schön abblitzen lassen hier den kleinen Hosenlurch, ey. Also hier? Ja, man. Was machen die da? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait. What do you mean, huh? What do you mean? We'll take good care of him. Never mind, I'll leave you to him. Hey, thanks. Also, hier haben wir den Chiropraktiker. Der ist schon mal wichtig hier. Wenn du dir nachher da mal irgendwie einen reingejagt hast. So, ich muss zum Basketballplatz. Oh, hier gibt's Stress. Ah ja, komm. Was ist da los? Ja, lass mich los. Ja, alles, was du drauf hast. Spuck ihn an. Guck zu. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Win-win. Nicht auf die Nase! Lass mich los. Du meinst, wie die gewachsen ist, nur auf die Art und Weise, Junge. Get in there, new face! Hey, what the hell? What are you doing? Buongiorno. Buongiorno. Take him down! You idiot. Come on, motherfucker! Jawohl. Was wird das denn jetzt hier? Jetzt musst du da. Boots, Junge! Zack, Kontakt. Musst du das? Zugeschlagen. Klar muss ich das, Junge. Ja, ich kassiere hier wieder, ne? Ich kriege hier wieder hier die richtigen. Links und rechts und links und rechts. Und rechts. Zack, Junge! Du darfst da hier mit den Chabos, weißt du? Ich mach hier ja, den richtigen. Hier wird gekontert und zugeschlagen. Noch eine linke und noch eine rechte. Und zack, ausgewichen und drauf. Aufs Maul. Immer diese Gewalt in Spielen, ne? Quatsch. Links und rechts und links und. So, wo ist jetzt dein HW, ne? Zack, Junge, hier. Zack. Oh, buongiorno. Guck mal, wie du da schlägst, Junge. Guck mal, was für Leute du da kaputt machst. Den, hier, ja, den, stimmt, den IT. Da, hier. Tschüss. Pam, Junge. Kopfnuss. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch langsam Stress. Ja, jetzt komm mal endlich mal ein bisschen Giftgas hier ins Spiel. Mal ein bisschen Senf. Mal ein bisschen Senfgas. So. Haben wir gut gemacht. Virtual High Five, Krieger? Ja. Ich. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. Ja, Junge, das sagst du mir! Was ist mit deiner Nase passiert, Leo? Stay the hell away from me, okay? Wiss ich. Siehst du, ich hätte mir jetzt Ruhm und Ehre einhamseln können, indem ich die alle fertig gemacht habe, aber nein, dann musst du ankommen und musst hier auch noch irgendwie. Kollege, du wärst richtig zerstückelt worden bei dem. Am Arsch. Ja. Hier mit dem Fuß, da mit dem Stock. Außerdem wurde ich da reingeschubbt. Das ist okay. Aha. Oh, Mahlzeit. Zweimal das Curry-Schnitzel, Bombe und eine Pommes, Kollege. Sag. Da geht doch freundlich. Direkt den Kaffee in die Fresse. Ich muss auch den Rebellen spielen, ne? Freunde, also. Da ach, das warst die Haken, du. Die ja. Reck dem erstmal aufs Maul hauen. Du hast aber auch die Haare schön. Wie immer. Ich hab Hunger. Ich möchte mich jetzt erstmal hinsetzen. Pass mal auf, da hinten ist ein Typ. Die Schwuchtel da vorne mit den Haaren. Der will mal deinen Stock spüren. Der Platz? Bloß einmal. Prinzessin, geh mal weg hier, sonst gibt's eine. Mit dem Chris. So, da, ich möchte mich da hinsetzen. Ich möchte nicht quatschen. Ist hier noch Platz? Nein. Ja, hier ist kein Platz. Sieht man. Gewalt anwenden, ihr Gehör verbessern. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Oh, hey, man, all right, shit, man, relax, okay, go. Fuck, eat.
Ich. Oh, ihr Pisser. Noch, ne? Und direkt noch einer und nochmal für dich hier. Warte mal kurz. Ey, du, ne? Kriegst auch einen, oder was? Komm her. Sollte der Scheiß das letzte Mal, ne? Leo. Soll der Driss? Du weißt gar nicht, dass ich Leo heiße. Kannst mich Don Nase nennen. Das sieht man doch auf deiner Nase. Ist heute du wirst so. Ich trink jetzt weiter. Hallo. Ich wollte weiter. Hey, you, here I call. Was ist hier los? Da kommt er schon wieder an, jetzt mit dem Messerchen. Nee, komm, weißt du was, jetzt ist mir das auch egal. Ich guck mir das an. Aus. Komm! Junge! Säg ihm durch, säg ihn da durch! Komm! Der wollte nicht, dass ich ihm helfe. Lass ihn! Ja, komm, weißt du? Weil du's bist. Ja, selber Schulter. Gemma! Ich rette dich da, Helden, ab. Ja, hier, ich hab dir ein Tablett zugeworfen, danke. Friss. Oh. Ja, natürlich. Was ist das für ein Knast? Echt? Nimm das Messer, Robert. Nimm ich. Der Falsche. Ja. Das bin ich nicht. I kill you. Ein bisschen zurückziehen, Krieger, hier. Zack, hab die Pfanne ins Gesicht. Oh, da kriegst du erstmal hier. So, jetzt hab ich eine Pfanne. Nein, behalt doch die Pfanne, Junge! Was ist hier los? Oh, hier, jetzt der Hindernis aufgebaut. Ohne Pfanne. Hier, nimm den Topf jetzt. Junge, du wirfst. Warum wirft man da wie eine Spucke? Ja, man muss doch was behalten. Knapp an der Leber, Junge. Allerdings. Da bist du da unten, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen gerade ein bisschen. Ja. Oha! Das tut weh jetzt, ne? Oha! Ja. Ich glaube, den sind wir länger nicht mehr. Ah, Tanz, Tanz! Naja. Die gute alte Stockmassage. Junge, der hat den aber übel mit dem Filetiermesser dazu gerichtet. Ja, kurz mal. Einmal ein Stück von der Lende oder was? Ja, ich bin das Opfer, richtig. Shit. Ich hab Angst vor Spritzen. Kannst du mir die nicht anders einführen? Du Lutscher, ey. Right. Just lay down and rest for a while. Kann ich gerade nicht. Kannst du mir helfen? Ja, ja, ja. Thanks. Na, kurz nochmal einen Blick auf den Hintern. Was macht er da? Der Strommann da? Knobelst du da schon wieder aus, ne? Ja, ich hab nur geguckt. Ja, ja. Hey. Hey. Oh, Prinzessin, schön mit der Decke. Jetzt bin ich auch noch in einem Zimmer mit dem. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? Oh, jetzt wieder ein Gefallen, ja? What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Geht doch. Immer das Stress man muss. Okay. Lackert bei dir die Schrift unten auch? Ein wenig, ja. Kurz mal out of topic hier. So. Ich tu mal so, als würde ich kacken gehen. Hier liegt ja eine schöne Klorolle. Okay, geht nicht. War eine Bombenidee, fand ich, aber... Ja, sag mir mal, also ich würde sie gerne anrufen, sobald du meine Deckung brauchst, quasi. Du kannst sie ja jetzt schon mal anrufen, oder? Soll ich mal ausprobieren, mit der netten Dame reden? Ja, weil wenn ich jetzt hier bin... Oh, warte mal, ich versteck mich mal. Weil die sieht ja, dass ich nicht da bin.
Wer weiß. Ja. Ist abgelenkt von meiner Schönheit. Dumm wie Brot. Ja, ist halt nicht die hellste Birne, ne? What can I do for you? Ja, was kann... Hier war doch ein Bulle, oder? Wann kann ich denn gehen? Do you know when I'm getting out of here? Is that why you called me over? Yeah, sorry. But I'm a bit bored here, you know? I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Ich kann sie nicht mehr so lange hier, ne? Hast ja, aber da vorne ist ein Bulle. Hm. Wie machen wir das denn mit dem Bullen? Kannst du aufstehen? Da gar nicht durch, ne? Nee, ich kann nur labern. Also vorerst, komm. Ich geh mal zu ihr hin. Ich geh mal zu ihr hin und sag, ey, ich brauche Medikamente. Weil das bringt nichts. Nee, du darfst ja eigentlich nicht großartig. Ich hier hin? Kann ich hier raus? Also die ist jetzt hier gut beschäftigt hier erstmal, ne? Wenn die sich regen sollte, werde ich sie wieder ansprechen. Ja, aber Problem ist, der Kollege hier vorne, der an der Kaffeemaschine. Halt irgendwie anders ablenken, den Freund. Ah, ich muss warten, bis die Wache weggeht. Geht da vorher 4 Stunden, ne? Kommt nur darauf an, dass ich einen Schritt nach vorne mache. Ich würde die jetzt mal anquatschen. Oder? Jetzt? Ja, warte. Mach du mal erstmal. Die ist nicht so clever. Frage ist, wo musst du hin? Ja, hier rein. Da hinten ans Ende. Sieht dich der Typ? Sieht dich die Wache, wenn er... Vincent needs to do something about that guard. So, how did you end up working in a prison? Klopf mal. Ich klopf mal. Jetzt durch. Ja, geh durch! Ich kann nicht! What? Stain is never gonna come out. Ja, der schöne Fleck. Raffiniert gemacht. Der Leo. Captain is gonna kill me. Muss den jetzt umbringen, glaube ich. Schwester? Ja. Ja, schön, dass ich da schöner Seite. Leichter Spielfehler. Da Schmerzen in der Hose. Easy. Klasse. Aber. Wie habe ich ja nicht gesehen, als du mit der geredet hast jetzt gerade und ich im Hintergrund durch die Scheibe renne? Ja, das ist... Hat die Augen, ne? Gar geblinzelt. Hast wahrscheinlich noch Medikamente drin, deswegen. Ja. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Natürlich. Kennt man ja aus dem Knast. Fenster auf. Was haben wir da überhaupt? Eine Pfeile? Eine Pfeile. Mit einer Pfeile fängt alles an. Ja. Normalerweise ist sie im Kuchen. Willkommen zu Teil 2 von A Way Out mit Robert. Buongiorno. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Bist denn so? Bist du sonst nicht so? Die Drogen machen's halt. Jetzt heul ich mich aus. Was hast du jetzt davon? Look. I appreciate what you did back there, but you need to back off. Ist so. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Haben wir ja gerade gesehen. Like you did in the infirmary. Ganz genau. You trying to be funny?
No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Wobei denn? I said, I can handle myself. What about Harvey then? Genau. Jetzt gib's erstmal aufs Maul. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Mhm. Ja. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Hab aber auch eine Nase, Junge. Wenn dein Hirn nur so groß sein würde wie deine Nase, Junge. Ist der fucking Präsident. El Danilo. Don Danilo. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du Pause drückst? Habe ich noch nicht ausprobiert. Mach mal bitte. Läuft halt weiter. Ja, bei mir auch. Nochmal, ich kann jetzt Kontrollpunkt Neustart. Optionen, Haupt. Nee, ist okay. Der Leo gleich wieder angekrochen. Ich höre schon die melancholische Musik. Ja, hey, wusste ich doch. Komm mal rüber. Natürlich bist du wach. Du wartest nur auf mich, wie so ein Schoßhündchen. So, komm her. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Nein. Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Müssen wir nicht direkt hier durch den Knast brüllen, ne? Dafür hast du mich jetzt geweckt? Geweckt, du bist ja direkt hingehergekommen. Ja, bin halt auf Zack.